Arminia Bielefeld ist in Schäffau angekommen, das Trainingslager hat begonnen. Die erste Einheit läuft gerade, Uwe Neuhaus hat die Spieler auf den Platz gebeten. Nicht alle sind mit dabei, Prinz Owusu zum Beispiel ist zu Hause geblieben, auch Stefan Salga. Stefan Salga wird morgen nachreisen, darüber hat uns Samir Arabi, der Sportgeschäftsführer des DSC Arminia, in einem Interview Auskunft gegeben, dass wir direkt nach der ersten Trainingseinheit mit ihm führen konnten. Samir Arabi, wieder Österreich, wieder Schäffau und wieder das Hotel Kaiserlodge. Was hat den Ausschlag gegeben, nach dem vergangenen Sommer erneut hier Quartier zu beziehen? Ja, zum einen, dass wir uns hier sehr, sehr wohl gefühlt haben, nicht nur in dem Hotel, sondern auch mit den Verantwortlichen der gesamten Tourismusregion. Wir haben dann ja auch eine Kooperation mit der Tourismusregion nach der Rückkehr vereinbaren können, Tourismusregion Wilder-Kaiser. Insofern war das klar, wenn wir aufgrund der Gesamtsituation, der Corona-Situation, wenn sich das ermöglicht, dass wir natürlich auch dieses Jahr wieder unser Quartier hier aufschlagen werden. In der vergangenen Saison, da hat es danach den Erfolg gegeben, Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Wird hier in Schäffau der Grundstein gelegt für den Klassenerhalt in der ersten Liga in diesem Sommer? Ja, das ist am Ende auf jeden Fall unser Ziel, ja. Zwei Testspiele hat Arminia vereinbart im Rahmen des Heldencups. Zunächst gegen Feyenoord und dann noch gegen den VfB Stuttgart. Sagen Sie was zu der Qualität dieser Gegner? Ist das genau das Kaliber, was Arminia braucht, um vorbereitet zu sein auf das, was kommen wird? Ja, ich glaube, dass das ein sehr, sehr attraktives Turnier ist mit vier Mannschaften. Das ist das, was wir uns gewünscht haben. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn man in so einer Konstellation, nachdem man aufgestiegen ist, dass die Euphorie, die man da, glaube ich, auch entfacht hat, dass wir auch dieses Turnier sicherlich unter Zuschauern hätten spielen können. Das ist jetzt nicht möglich. Aber unter reinem Wettbewerb und dem sportlichen Gesichtspunkt für die Mannschaft sind das sicherlich zwei Gegner zu einem Zeitpunkt, wo wir sehr, sehr froh sind, dass wir die jetzt bekommen haben, dass wir bei diesem Turnier mitspielen können. Und ich glaube, das ist dann ein erster richtiger Gradmesser, ja. Stefan Salga und auch Prinz Owusu sind nicht mit nach Schäffau gekommen, zumindest heute noch nicht. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Klären Sie uns auf, was sind die Gründe dafür, dass diese beiden Spieler noch nicht hier sind? Ja genau, Stefan Salga, das hat rein private Gründe. Der Stefan wird morgen nachreisen. Ich denke, dass er morgen im späten Abend zur Mannschaft stoßen wird. Und bei Prinz Owusu ist es einfach so, dass wir ihm die sportliche Perspektive aufgezeigt haben, ihm und seinem Berater, und ihm auch nochmal in dieser Woche die Möglichkeit geben möchten, mit dem einen oder anderen Verein auch Gespräche zu führen, seine persönliche Situation zu klären und ja, in der Hoffnung, dass er dann eine neue sportliche Heimat findet, weil das für ihn sicherlich auch in den jungen Jahren wichtig ist, Spielpraxis zu erlangen. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir ihn sicherlich nach Rückkehr des Trainingslagers wieder in die Mannschaft integrieren. Also Prinz Owusu könnte gehen, 5 Spieler sind bereits gekommen, neu zum DSC Arminia Bielefeld. Ist es möglich, dass hier während des Trainingslagers in Schäffau noch ein weiterer dazustößt? Ja, das wird man sehen. Es ist noch recht lange, ist das Transferfenster noch offen. Es kann noch Bewegungen in beide Richtungen geben. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Interview jetzt beenden und gleich einer durch die Tür hier schreitet. Nein, wir führen da Gespräche mit dem einen oder anderen und wie gesagt, haben bis zum 5. Oktober Zeit. Und es kann sicherlich sein, dass sich bis zum 5. Oktober noch in beide Richtungen etwas tut. Ein Wort noch zum DFB-Pokal. Arminias Gegner in der ersten Runde steht jetzt fest. Rot-Weiß Essen, ambitionierter Viertligist mit großer Tradition. Was sagt der Sportgeschäftsführer? Schon eine schwere Aufgabe, oder? Ja, unabhängig, welches Los wir am Ende bekommen hätten. Das hat man in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, dass man im DFB-Pokal auch viel Geld verdienen kann. Insofern sieht man auch, wie seriös und wie ernsthaft die Profiklubs diese Sache annehmen. Und das werden wir auch nehmen. Wir werden die Sache hundertprozentig ernst nehmen, werden uns darauf vorbereiten, sehr intensiv. Es wird vom Trainerteam sicherlich wieder einen Matchplan geben. Wir werden den Gegner analysieren, wie wir es in jedem anderen Spiel auch machen. Am Ende ist es dann schon so, dass wir natürlich der klassenhöhere Verein sind, als Favorit in dieses Spiel gehen werden. Und unser Ziel ist es natürlich klar, eine Runde weiterzukommen. Essens Vorstand Markus Ulich hat früher bei Arminia Bielefeld gearbeitet, war Geschäftsführer, eher Geschäftsführer-Kollege beim DSC. Schon einen Austausch gegeben, seit das los oder beziehungsweise diese Paarung feststeht? Ja, aber jetzt gar nicht aufgrund der Tatsache, sondern der Markus war mal wieder auf Heimaturlaub, hat mir eine WhatsApp geschrieben, ob wir uns kurz auf einen Kaffee treffen wollen. Das hat nicht gepasst, weil ich zu dem Zeitpunkt einen Termin hatte. Also insofern, wir sind da in einem regelmäßigen Austausch und nicht seitdem jetzt erst das Los Arminia Bielefeld oder Rot-Weiß-Essen Arminia Bielefeld heißt. Also insofern sind wir da, wie gesagt, im Austausch, aber es gab jetzt noch keine Scharmützel per WhatsApp oder sowas. Also nach wie vor ein gutes Verhältnis zu Markus Ulich. Vielen Dank, Samir Arabi. Gerne.